zusammen. Ich bin Maximilian Pönl und bin Geschäftsführer Gesellschafter von Pönl und Schottler und freue mich ganz besonders, am 23. Juli um 17 Uhr live bei Martina Manich zu Gast zu sein. Mit ihrem Teamstream werden wir über viele Dinge rund um den Vertrieb im digitalen Zeitalter sprechen und welche Modelle gerade jetzt oder auch in den nächsten Jahren wichtig werden für den digitalen Vertrieb, angefangen von Social Media, aber auch in Verbindung mit der aktiven Telefonakquise und ob überhaupt persönliche Anschreiben heutzutage noch überhaupt etwas wert sind. Alles das und viele weitere Fragen werden wir klären am 23. Juli um 17 Uhr live bei Teamstream. Also schaltet ein www.team-stream.de oder live auf deren Facebook-Seite. Also, ich freue mich auf eure Fragen und freue mich, wenn ihr einschaltet. Bis dann. Einen wunderschönen guten Abend heute am 23. Juli zu unserem dritten Teamstream. Und ich begrüße alle unsere Zuschauer heute und natürlich ganz besonders unseren Gast heute, nämlich den Maximilian Pönl aus Frankfurt. Und er ist CEO von der Firma Pönl und Schottler und auch Mitbegründer von dem IT-Unternehmertag. Und man kann nur sagen, in jungen Jahren extrem aktiv. Kompliment. Herzlich willkommen. Ja, hallo zusammen. Hallo Martina und hallo an alle Zuschauer. Und ja, ich freue mich sehr, heute bei euch zu Gast zu sein. Und ja, das Lob kann ich nur zurückgeben. Auf jeden Fall ein super neues Tool, ein super neues Modell, was ich hier zusammen mit der Streaming Factory auf die Beine gestellt habe. Und ich freue mich auf eure Fragen und auch auf deine Fragen, Martina. Ja, dann fokussieren wir uns doch gleich auf unser Thema, das doch viele zahlreiche Gäste angelockt hat, über das wir uns sehr freuen, über den regen Zuspruch. Und es geht heute wirklich um den IT-Vertrieb im digitalen Zeitalter. Was macht es aus? Sind Briefe komplett out? Hattest du schon im Anteaser gesagt? Oder gehen wir nur noch auf die wirklich sozialen Medien? Wie sieht das aus? Ja, exakt. Du hast es angesprochen. Die normalen, sag ich mal, Vertriebsmodelle, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten genutzt haben, angefangen eben über persönliche Anschreiben noch per Post oder sogar auch per E-Mail, das alles und auch natürlich die persönlichen Kontakte, die man im Vertrieb hat, alles das, ja, fällt weg momentan, beziehungsweise auch aufgrund von Corona natürlich. Und da spielen die neuen Medien, auch die neuen sozialen Kanäle natürlich eine ganz große Rolle. Da geht es dann eben darum, dass man solche neuen sozialen Medien ausprobiert, dass man sie nutzt, dass man sie aber auch analysiert und schaut, was kann man wirklich nutzen, welches Modell passt zu meinem Unternehmen. Und dies dann eben anzupassen an die Vertriebsstrategie, inwiefern es dann überhaupt noch notwendig ist, sage ich mal provokant formuliert, tatsächlich dann reelle Termine wahrzunehmen oder ob man heute tatsächlich auch schon über den digitalen Vertrieb komplett erfolgreich ist. Ja, gerade natürlich jetzt, wo alle Messen wegfallen, wo die Veranstaltungen wegfallen, wo natürlich der Vertrieb seine Kunden nicht gewohnt besuchen kann, ist es eben wichtig, durch virtuelle Formate, wie wir das heute auch natürlich hier erleben, wie wir aber natürlich im Vertrieb wirklich super gut unterstützen können mit Inbound-Marketing-Strategien und so weiter. Bevor wir jetzt aber so richtig reingehen, möchte ich nochmal alle unsere Zuschauer einladen, bitte diesen Frage-Button wirklich gut zu nutzen, weil natürlich wollen wir auch die Fragen von Ihnen natürlich gerne beantworten, denn wir wollen ja wirklich Tipps mitgeben und das liegt uns extrem am Herzen. So, aber jetzt geht es nochmal wirklich richtig rein, dass wir wirklich sagen, wie können wir das wirklich machen, wie können wir das professionell machen, eine Strategie eben machen, weil es reicht nicht, nur einfach einen Social-Media-Account zu haben, oder?
Ja, absolut. Reicht eben nicht nur, ja, sondern da spreche ich immer das Wort abteilungsübergreifende Zusammenarbeit an. Denn Vertrieb an sich geschieht eben nicht nur über Social Media, auch wenn wir diese neuen Modelle jetzt haben, sondern eben auch in Verbindung Vertrieb und Marketing. Ne? Also das bedeutet, dass wir Kampagnen gemeinsam planen können und da appelliere ich eben immer auch an den Vertrieb und an das Marketing zusammen, dass eben Kampagnen gemeinsam geplant werden müssen, wie zum Beispiel eine interessante Story, die man machen kann, oder Bilder oder Videos. Und diese Dinge müssen dann wirklich Hand in Hand geplant werden. Ich gehe mal sofort in ein praktisches Beispiel. Sie planen zum Beispiel eine Story mit Ihrem Unternehmen zusammen, wo Ihre Lösung zum Beispiel oder Ihr Produkt im Mittelpunkt steht. Und das sprechen Sie zusammen mit dem Vertrieb ab, damit der Vertrieb weiß, okay, da könnten jetzt eventuell bald Leads kommen oder auch Kontakte oder Daten. Und nachdem diese Kampagne über Social Media dann erfolgreich abgeschlossen worden ist, muss man sich zusammensetzen und dann analysieren, wer hat zum Beispiel die Stories geteilt, wer hat sie geliked, wer hat sie kommentiert. Und diese Informationen müssen penibel wirklich explizit an den Vertrieb weitergegeben werden, damit dann auch erfolgreich ein Abschluss generiert werden kann und damit dann auch dort der Vertrieb den Faden wieder aufnehmen kann, wie man so schön sagt, und nicht einfach plump den Kunden anruft und sagt, wie geht's, ich würde gerne mein Produkt verkaufen, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass man eben einen Aufhänger hat, dass man sagt, Sie haben ja an unserem letzten Bild kommentiert, Sie haben unsere letzten Post geliked, vielen Dank dafür und was genau fanden Sie daran interessant? Mit solchen Fragen kommt man dann ins Gespräch. Also insofern völlig richtig, dass man sagt, abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, ganz wichtig, gerade zwischen Vertrieb und Marketing. Genau, und der Vorteil davon ist ja, dass man dann wirklich auch eine ganz andere Ebene nochmal auch erreicht. Man hat viel mehr Vorinformationen, die man natürlich aufgreifen kann. Da sind wir natürlich aber auch wieder in den Möglichkeiten des Netzes natürlich nahezu heute unbegrenzt. Und da möchten wir unseren Zuschauern natürlich auch mitgeben, also natürlich bitte nicht alles irgendwie direkt offen anzusprechen, sondern so ein bisschen geschickter anzusprechen. Da gibt es schon auch die ein oder anderen Beispiele, haben wir ja schon mal auch gelernt, oder? Ja. Genau, da haben wir erst letztens auch zusammen drüber gesprochen, dass man eben Informationen, die man erlangt, über beispielsweise die Interessenten oder auch die Firmen oder auch private Profile, zum Beispiel über LinkedIn, die kommentiert haben, dass man automatisch auch Informationen über den Kunden oder auch über den Interessenten gewinnen kann. Denn es geht nicht nur einfach um plumpe Anfragen oder plumpe Ansprachen, ja, wie zum Beispiel den Klassiker, den wir heutzutage auch alle erleben. Ich möchte, Ihr Profil klingt interessant, ich möchte mich gerne mit Ihnen vernetzen. Ja, super. Da weiß ich natürlich überhaupt keinen Mehrwert. Da weiß ich nicht, was bietet der mir, was kann der. Klar, der hat ein aussagekräftiges Profil. Aber auch da geht es eben darum, dass man rausfindet, okay, was spricht den Kunden an, was bewegt ihn, was braucht er, was sind seine aktuellen Herausforderungen. Und das kann man zum Teil über Social-Media-Kanäle sehr gut nachverfolgen. Ich nenne mal ein praktisches Beispiel sofort. Und zwar, dass ich hatte letztens einen, ich mache das ja selber auch und über LinkedIn und auch über Xing. Und ich hatte letztens einen Interessenten, der hat einen Post geliked von jemandem, der sich darüber beschwert hat, über so plumpe Anfragen, dass er doch generell, wenn er angefragt werden möchte, ein bisschen spezifischer angefragt werden möchte. Dann weiß ich als Ansprechender, okay, bei dem muss ich mir besonders viel Mühe geben. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man sich gerade eben auch mit dem Menschen beschäftigt und eben im Vertrieb nicht nur, sage ich mal, mit so einfachen Anfragen Copy-Paste spielt, sondern dass man sich eben auch mit dem Menschen selber beschäftigt. Das ist ganz, ganz wichtig, auch im Vertrieb. Absolut. Und eben auch das Zusammenspiel, was du vorher schon öfters angesprochen hast, dass man eben wirklich sagt, wir hatten auch mal in der Vorbesprechung so gesagt, ja, wie weit ist es wirklich diese Übergabeschnittstelle vom Social Media dann auch wirklich zur Telefonakquise? Macht dieser gesamte Prozess, der natürlich teilweise wieder aus dem herkömmlichen Vertrieb ist, was aber auch gut ist, was richtig ist, aber wo ist die Schnittstelle wirklich sinnvoll und auch zielführend, dass wir am Schluss dann irgendwann, wie sagt man so schön, einen Sack zumachen kann? Richtig, exakt. Mhm.
Also von dem her, ich denke, das passt. Aber wir müssen dann natürlich nochmal auch wirklich unterscheiden. Je nach Zielgruppe haben wir natürlich auch eine ganz andere Ansprache. Und es gibt ja natürlich auch wirklich einen ganzen Sack voller Social-Media-Kanäle. Welchen nimmt man? Wir gehen da natürlich auch mit analytisch vor, dass man wirklich da auch mal ganz genau reinschaut in das Unternehmen, wenn uns da eine Insights gibt, bitte. Ja, klar. Also du sprichst es an. Es gibt wirklich momentan oder mittlerweile gibt es so viele soziale Kanäle, sowohl Sachen, die man mehr oder weniger privat nutzt, wie zum Beispiel Instagram oder Facebook, und klassische Business Networks, wie zum Beispiel LinkedIn oder Xing. Und wenn ich da mal kurz einen Unterschied machen darf, ich nehme jetzt mal Xing und LinkedIn, ja, weil das schon auch, sage ich mal, für Unternehmer oder gerade auch unsere Zuschauer natürlich wichtiger ist und interessanter ist als jetzt zum Beispiel Instagram oder Facebook. Die klaren Unterschiede zwischen Xing und LinkedIn und was vielleicht zum Unternehmen passt, ist vor allen Dingen, dass wir ganz klassisch damit anfangen zu analysieren, wo ist denn Ihre Zielgruppe, wo bewegt die sich? Bewegt die sich zum Beispiel international, dann wäre beispielsweise LinkedIn ein sehr gutes Netzwerk. Aber wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie haben nur ausschließlich im Dachbereich, also Deutschland, Österreich und Schweiz Kunden, dann sollten Sie sich vor allen Dingen auch auf Xing fokussieren, weil tatsächlich, es gibt zwar immer wieder geringere Aktivitäten und auch sinkende Mitgliederanzahlen, aber trotzdem schlummern da noch sehr, sehr viele CEOs, Vorstände und Inhaber und vor allen Dingen Entscheider und Führungskräfte, mit denen Sie auf jeden Fall Geschäfte machen können. Das auf jeden Fall. Und der zweite Unterschied, wo Xing auch besonders heraussticht beispielsweise, ist bei den Gruppen und bei den Events. Da bin ich selber persönlich zum Beispiel sehr begeistert. Du hast ja am Anfang mich eingeleitet als Mitgründer des IT-Unternehmertages. Den verbreiten wir natürlich auch sehr stark über Xing, und zwar über unsere Gruppen und auch über unsere Events. Und da muss ich sagen, macht Xing wirklich einen sehr guten Job. Da ist es so, dass man bei Xing auch gleichzeitig sein Bezahlmodell dazu haben kann. Das heißt, Sie können direkt dort mit Kreditkarten abrechnen und bezahlen bei dem Event, wo Sie sich angemeldet haben. Und auch bei den Gruppen ist es so, dass die Interaktivität in den Gruppen, in den Xing-Gruppen, tatsächlich noch sehr hoch ist. Das heißt, wenn Sie dort gezielte Beiträge schreiben in Gruppen, die Sie auch wirklich interessieren und wo auch Ihre Zielgruppe unterwegs ist, dann macht es Sinn. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn Sie jetzt in irgendwelche offenen städtischen Mitgliedergruppen posten auf Xing, sondern wirklich spezifisch reingehen. Wenn ich zum Beispiel eine ERP-Lösung habe, dann gehe ich in die Gruppe ERP-Netzwerk. Wenn ich zum Beispiel eine SAP-Lösung habe oder wenn ich eine CRM-Lösung habe, dann suche ich gezielt nach Gruppen CRM-Netzwerken. Also insofern muss man sich da schon auch bemühen. Es ist Aufwand. Aber ich kann nur sagen, auch aus persönlicher Erfahrung und mit meinen beiden Unternehmen, dass es sich absolut lohnt. Genau, und ihr habt das ja wirklich eindrücklich auch schon bewiesen. Ihr habt über 1000 Follower und das ist ja auf jeden Fall im IT-Bereich schon auch eine Größenordnung. Und insofern spricht das auf jeden Fall für euch. Was aber natürlich auch ganz wichtig ist, ist dieses Zusammenspiel, ne? Dass ich dann auch wirklich die verschiedenen Personas, wenn ich reingehe und schaue, nicht nur die Zielgruppe anschaue, sondern dann wirklich sage, okay, die Entscheider, aber vielleicht sind die User auf einem anderen Kanal unterwegs. Da gibt es dann natürlich auch einen Twitter, dass das sinnvoll sein könnte. Oder Instagram wird ja auch immer wieder, kommt in den Mund. Und viele, weiß ich aus Erfahrung auch draußen, haben davor aber natürlich Angst oder sagen, was soll jetzt der Schmarrn das machen für meine Kinder? Ne? Also, ja. Wie siehst du das? Absolut. Habe ich auch vorhin klar unterschieden. Man muss wirklich einen Unterschied machen zwischen eher privaten Netzwerken und geschäftlichen Netzwerken. Es ist aber auch so, dass gerade die privaten Netzwerke natürlich sehr, sehr lukrativ sind, weil sie nichts kosten. Ja, also Instagram und Facebook haben zum Beispiel keine Bezahlmodelle. Das heißt, man kann sich einfach anmelden, sowohl als Unternehmen als auch als Privatperson, und kann dort, sage ich mal, sich im Posten, im Liken, im Kommentieren schon mal so ein bisschen ausprobieren, bevor man jetzt zum Beispiel auf Xing oder LinkedIn professionell Premium-Accounts bucht zu gewissen Preisen. Deswegen nochmal zurück zu Facebook und Instagram. Wir persönlich haben bei Instagram sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben dort unter anderem zwei neue Sponsoren gewinnen können über Instagram für den IT-Unternehmertag.
Und über Facebook beispielsweise haben wir für unsere offenen Schulungen, die wir auch hier in Frankfurt anbieten, unsere Trainings, haben wir auch rege und viele Teilnehmer bekommen und viele Anmeldungen erhalten, wo wir einfach sehen, dass wir dort gar nicht mal die Führungskräfte ansprechen und auch gar nicht mal die Inhaber oder die Entscheider, sondern die, die tatsächlich auch an unseren Trainings teilnehmen. Also die Marketingmitarbeiter, die Vertriebsmitarbeiter, die Hotline-Mitarbeiter. Und das ist ja natürlich genau unsere Zielgruppe. Und die Zielgruppe wird auch immer jünger. Und deswegen kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen, ruhig auch mal ausprobieren, Instagram und Facebook, und vor allen Dingen Geduld haben und täglich wirklich Content posten. Das ist ganz, ganz wichtig. Da legst du mir schon das nächste Wort in den Mund. Content, Content, Content. Content wird immer wichtiger, sowohl auf der Website natürlich, weil das wird über Google eben auch vom Ranking her und so weiter, aber natürlich auch in den Social Media. Also man kriegt auf nachhaltige Follower natürlich durch guten Content, wo die Leute sagen, boah, da habe ich auch wirklich einen Mehrwert. Jetzt ist es natürlich immer in den Unternehmen auch so eine Sache, je nach Größe natürlich. Lohnt sich ein richtiger Social Media Beauftragter aus deiner Sicht? Und gleich noch die Frage dahin, wie geht man vielleicht auch am besten vor, wenn man jetzt einfach sagt, okay, wir starten damit, dass wir da mal wirklich auch nochmal so Hilfestellungen geben können? Ja, sehr, sehr interessante Frage, auch sehr berechtigte Frage. Erreichen uns eigentlich auch tagtäglich genau diese Fragen und Anmerkungen. Mit was starte ich denn überhaupt? Und muss ich vor allen Dingen intern auch einen, wie du es so schön gesagt hast, nicht Datenschutzbeauftragten, sondern Social Media Beauftragten nehmen? Das kommt immer drauf an. Wenn Sie ein junges Unternehmen sind, wo Sie durchaus schon den ein oder anderen Marketing-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dabei haben, die sich da sehr gut auskennt, dann würde ich das Risiko auf jeden Fall eingehen und würde sagen, jetzt als Marketingleiter oder als Führungskraft, wir probieren das mal. Wir starten das mal, wir machen mal eine Unternehmensseite auf und dann setze ich eine Person dran, die zum Beispiel jetzt einen Monat lang wirklich tagtäglich Content plant, vor allem, das ist ganz wichtig, und durchführt, postet, Bilder macht, Videos macht. Du, Martina, kennst das sicherlich auch natürlich als Marketing-Spezialistin. Da muss man natürlich auch Stories erzählen können, man muss Stories planen können. Da geht es ja vor allen Dingen auch um das Image des eigenen Unternehmens, weil das ist auch noch so ein Thema, wo mich viele drauf ansprechen. Ja, Vertrieb, okay. Aber das reicht mir nicht und ich brauche noch mehrere Begründungen, warum ich Social Media nutze. Und da sage ich immer ganz klar, das Image des eigenen Unternehmens. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn Sie zum Beispiel mal wieder auf der Suche nach neuen Bewerbern sind, dann ist ein wirklich perfekt organisierter Social Media Kanal, egal ob das jetzt LinkedIn oder Instagram ist oder Facebook ist, absolut notwendig. Weil nur so erfährt der Bewerber Insights und wichtige Informationen über Unternehmen und kann quasi auch schon so ein bisschen eintauchen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also insofern Social Media ruhig auch mal auf Instagram ausprobieren, ruhig mal auch kostenfreie Kanäle nutzen, um einfach so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, ob das Ganze Sinn macht und dann entscheiden, ob man eben diesen Kanal weiter betreibt oder nicht. Genau, und es ist aus meiner Sicht oder unserer Sicht dann auch immer noch mal eine schöne Spielwiese, weil wir sprechen alle mittlerweile, also ich besonders, wer mich kennt, von Storytelling, bin ein Verfechter davon, dass wir nicht nur diese Feature, die sich eigentlich keiner merken kann, die vergleichbar sind, die fast jedes ERP-System hat ähnliche Features und da wird die Unterscheidung extrem schwierig und deshalb ist es da an der Stelle eben auch wichtig, dass ich das Storytelling lerne, dass ich den Nutzen nach außen kehre, dass ich sage, das bringt mir etwas. Und das ist eine wunderbare Spielwiese, haben wir jetzt schon in vielen Kundenprojekten auch gemerkt, dass man sagt, okay, ich kann halt auch zum Beispiel mal auf den sozialen Medien auch ein bisschen flapsiger sprechen. Ich muss nicht alles ganz hochgeschoffen, rein hochglanzmäßig machen. Und das hat, denke ich, auch einen zusätzlichen Effekt. Das soll aber nicht heißen, wir machen da minderwertige Kommunikation, um Gottes Willen, sondern auch hochwertige Inhalte, weil die sind das A und O letztendlich. Aber umgekehrt gefragt, kannst du unseren Zuschauern aus deiner Erfahrung vielleicht auch so eine Daumengröße sagen,
wie viel Zeit man für ein gutes Ergebnis doch investieren muss? Also wir haben das jetzt beispielsweise gesehen auf LinkedIn und Instagram. Da kann ich auf jeden Fall mal einen kleinen Erfahrungsbericht und einen kleinen Einblick geben. Für den einen oder anderen sicherlich sehr interessant. Es ist auf jeden Fall so, vom Zeitaufwand her, fangen wir mal damit an, ist es so, dass sie sich tagtäglich wirklich damit beschäftigen müssen, dass sie tagtäglich etwas planen müssen, was sie posten. Und es gibt nichts Schlimmeres, als dass sie an einem Tag dastehen und sagen, Mist, jetzt müssen wir noch irgendwas produzieren und irgendeinen Content herzaubern, damit wir unseren Followern was bieten können. Und anderer Punkt, den du auch angesprochen hast, wie schnell generiere ich denn überhaupt Reichweite? Wie schnell komme ich denn an meine Follower? Wie schnell erreiche ich zum Beispiel 1.000 Follower? Gutes Beispiel, bei unserem IT-Unternehmertags-Instagram-Account zum Beispiel haben wir jetzt eben, du hast es angesprochen, die 1.000 Follower geknackt. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Aber es hat uns jetzt gekostet tatsächlich 3-4 Monate. Also schon sehr, sehr, sehr lange waren wir da mit unterwegs. Ich sag mal, man kann grob rechnen, ein halbes Jahr eigentlich. Ein halbes Jahr, wenn man tagtäglich Bilder und Videos postet, dann erreicht man ungefähr 1.000. Wobei man von den 1.000 gerade auch bei den sozialen Medien natürlich nicht immer sagen kann, dass das 1.000 hochqualifizierte Leads für sie sind, sondern da muss dann tatsächlich dann aussortiert werden. Da muss dann auch das ausgedruckt werden, da muss man damit hingehen zum Vertrieb, muss sagen, guck mal, wir haben so und so viele Follower von den und den Firmen, die und die Ansprechpartner. Ist das unsere Zielgruppe? Macht das Sinn, die anzuschreiben? Macht das Sinn, mit denen mal zu telefonieren? Also insofern, auf deine Frage zurückzukommen, es ist sehr aufwendig. Man kann grob ein halbes Jahr schätzen, damit man so anfängt, Reichweite zu generieren. Aber das sollte man auch auf jeden Fall investieren. Ja, also ich denke, es lohnt sich, auch wenn wir jetzt nochmal auch hier, wir sind heute zum dritten Mal, wenn ich das vielleicht so sagen kann, online. Wir haben natürlich gepostet, wir haben Newsletter geschickt, aber nicht eine riesen Anzahl, sondern das sind 400, also das ist wirklich überschaubar. Und natürlich im Social Media jetzt verstärkt seit einem Vierteljahr, würde ich jetzt mal sagen, unterwegs, natürlich jetzt zu den Veranstaltungen noch intensiver. Und haben uns jetzt doch freuen können, nur über den einen Kanal, weil wir haben auch über Facebook wird auch ausgesendet, über unsere Website eben haben wir über LinkedIn, haben wir 76 Anmeldungen gehabt. Und ja, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass wir das jetzt schon eben jetzt geschafft haben. Und wir hoffen natürlich, dass Sie es so spannend finden, dass Sie die nächsten Male dabei sind. Wir haben wieder ganz tolle Themen. Aber nochmal zurück zu unserem Kernthema. Also wir wollen da natürlich immer ein bisschen untermauern und Sie auch ermutigen, das zu machen, weil es ist wirklich, es liegt eigentlich vor uns. Wir können es als Spielwiese, sage ich jetzt mal, wirklich ausprobieren. Wo geht das schon? Aber es soll trotzdem natürlich kein Gießkannenprinzip sein. Es geht wirklich nach einer Content-Strategie. Das ist ganz wichtig, oder Max? Absolut, absolut, genau. Das ist das, was ich ja vorhin angesprochen habe, dass man sich da eben ausprobieren muss. Man darf aber die Zeit auch nicht vergolden. Also man darf jetzt nicht unnötig viel Zeit reinstecken. Nach einem Jahr zum Beispiel, wenn da keine Ergebnisse bei RUB kommen, dann macht es, wenn Sie es natürlich gescheit gemacht haben und gut gepflegt haben und Sie dann immer noch keine Reichweite generieren konnten, dann kommen Sie gerne zu uns, dann machen wir das zusammen, dann sind Sie auf jeden Fall erfolgreich. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass Sie sich am Ende des Tages die Frage stellen müssen, macht es für mich Sinn oder schicke ich meine Marketing-Mitarbeiterin dann doch wieder woanders hin, beziehungsweise in andere Bereiche, wo sie einfach erfolgreicher ist. Es ist immer so, es kommt aufs Produkt am Ende des Tages auch drauf an. Es ist sicherlich so, dass gerade jetzt IT-Lösungen zum Beispiel oder IT-Produkte generell über soziale Medien natürlich schneller Anklang finden, weil es alles ein bisschen dynamischer ist, weil man aber eben auch durch Filme oder Videos zum Beispiel das Produkt erklären kann. Und da würde ich vielleicht nochmal auf eins zu sprechen kommen. Es ist immer ganz, ganz wichtig, die eigenen Ressourcen zu kennen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der wo ich genau weiß, der kann Filme schneiden, der kann Filme auch aufnehmen, der kann cutten, der kann Bilder mit reinnehmen und so weiter und so fort, dann macht es auf jeden Fall Sinn, auch so einen Trailer mal zu produzieren und hochzuladen. Zum Beispiel auch auf YouTube. Da sind wir bisher auch noch gar nicht eingegangen. YouTube ist ja auch ein soziales Medium. Können Sie auch nutzen. Aber gerade da bei YouTube zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig, da dürfen Sie wirklich keinen Mist posten. Das heißt, kein
Also kein Video, das Sie irgendwie auf dem iPhone aufgenommen haben oder mit schlechter Tonqualität und weil man doch gerne unser Produkt erklären möchte oder so, machen Sie es professionell. Machen Sie es wirklich professionell, das ist ganz, ganz wichtig. Schauen Sie sich Ihre eigenen Ressourcen an. Wenn diese nicht klappen, dann gehen Sie an Externe, zum Beispiel Team MT, ist ja auch ein gutes Unternehmen, was Sie dabei immer gerne unterstützt. Also insofern, das ist immer ganz, ganz wichtig. Das ist auch ein Teil unseres Social-Media-Seminars, dass wir zum Beispiel hingehen und sagen, wir analysieren Ihre Ressourcen, wir schauen uns das an und analysieren dann und zielen dann Ergebnisse, welche Kanäle tatsächlich Sinn machen und wie lange man sowas planen muss. Genau, weil das ist ja auch wirklich dieses Zusammenspiel, was wir ja auch immer alle, ihr wie wir, in der Beratung auch sagen, das fängt schon an, auch beim Blog. Ja, also bei, wenn oft Kunden sagen, ja, richtet mir doch bitte bei der Webseitengestaltung einen Blog ein und dann sage ich, okay, habt ihr genug Content? Nicht einmal im halben Jahr. Das dann lieber sein lassen. Also wirklich vorher überlegen, was habe ich für Ressourcen, was habe ich auch für Themen und das ist dann wunderbar im Zusammenspiel. Ich denke, das ist ganz wichtig, weil zum Beispiel in Social Media kann ich nicht lange Abhandlungen machen. Das ist dann wiederum die Rückkopplung auf die Website. Und da kann ich natürlich dann wunderbar auch wirklich im Blog soll ich ja wirklich auch eine Wissensvermittlung machen. Und dann tue ich meinem Kunden was Gutes, tue aber auch meinem Unternehmen was Gutes, weil das natürlich über die Suchmaschinen dementsprechend auch gerankt wird. So ist das ein wirkliches, denke ich, Zusammenspiel zwischen den Abteilungen im Unternehmen, zwischen den verschiedenen Social Medien, zwischen Website und so weiter. YouTube ist auch ganz wichtig. Also so kann man, denke ich, einen ganz großen Blumenstrauß eigentlich binden und der dann auch wirklich dem Vertrieb unheimlich hilft, Türen öffnet. Und das ist eigentlich wunderschön. Und da haben wir jetzt echt, denke ich, viel dazugelernt. Ich sehe schon, wir haben wirklich auch viele Fragen. Aber Max, nochmal, wir haben da ja gerade zu diesen virtuellen Zeiten, haben wir ja auch zusammen auch etwas ausprobiert noch, neben diesem. Ja, das wurde sogar auch ziemlich gut angenommen. Ich bin auch selber überrascht, dass das so schnell und so super funktioniert hat. Wer uns kennt, wir machen ja offene Schulungen und Trainings auch firmenintern. Und jetzt aufgrund Corona haben wir uns was Neues einfallen lassen. Wir haben Teile unserer Seminare haben wir umschreiben können auf Online-Produkte und auf Online-Tools. Und daher bieten wir natürlich auch zu einzelnen Themen unseres Portfolios Webinare an, wie zum Beispiel Vertriebswebinar oder auch das Marketing-Webinar mit dir, Martina. Haben wir ja auch schon des Öfteren durchgeführt und es wurde echt super angenommen. Und da kann man schon auch so ein bisschen provokant formulieren, dass uns Corona da durchaus auch geholfen hat. Also da bin ich gar nicht so negativ eingestellt. Ist natürlich super schlimm, aber tatsächlich aus unternehmerischer Sicht hat das doch vielleicht den ein oder anderen Tritt in den Popo getan, damit wir da vorangekommen sind. Und so konnten wir eben diese Modelle neu aufstellen. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Und unsere nächste Webinarreihe ist dann auch wieder im Ende August. Genau, da kann man sich auch wieder über unsere Website anmelden. Genau, also wir haben das jetzt natürlich nicht nur zur Eigenwerbung gesagt, sondern auch wirklich zum Ermutigen, dass man auch solche Wege geht, Webinare anbietet, wo man vorher Präsenzschulungen hatte, wo man zuerst dasteht und denkt, boah, wie soll ich das überhaupt hinbekommen? Und ich hatte auch welche geleitet und ich habe gemerkt, mit neuen Tools, Collaboration-Tools, mit Brainstorming, Voting und so weiter, was man alles reinbauen kann, schafft man natürlich nicht die Atmosphäre eines Präsenzschulungstages. Das kann man nicht sagen. Aber man schafft doch eine sehr gute Atmosphäre. Man schafft viele Ideen, die man sammeln kann. Und die Leute waren inspiriert, die waren auch sehr zufrieden. Und deshalb auch da an der Stelle die Ermutigung. Jetzt sehe ich schon, oje, mit der Zeit. Aber wir haben jetzt auch noch einiges an Fragen. Wir könnten da ja wahrscheinlich noch Stunden diskutieren. Wir wollen es aber ja straff halten. Hier noch eine Frage. Natürlich, was funktioniert strategisch besser? Texte, Bilder oder Videos? Was meinst du?
Ganz klar, die Kombination macht es tatsächlich. Also es ist schon so, dass Sie, ich kann mal ein praktisches Beispiel nennen, wie man so einen Post aufbauen sollte zum Beispiel, dass man ein optimalerweise etwas dabei hat, ein Bild oder ein Video. Das ist natürlich immer super. Dazu eine kleine Headline, ein kleiner Text, aber nicht zu viel. Es gibt immer sehr viele, die schreiben immer wahnsinnig viele Romane dann dazu, zu ihren Bildern und zu ihren Videos, weil sie immer alle möglichen Sachen noch erklären möchten. Und der Kunde soll es ja sofort wissen. Das nicht. Bauen Sie einen Call-to-Action-Button ein in Ihren Beitrag. Das heißt, machen Sie zum Beispiel einen Blogbeitrag, wie du, Martina, es eben erwähnt hast, und verlinken Sie es. Dann schreiben Sie zum Beispiel hin, hier neue interessante Informationen über unser Produkt, ein cooles Bild dazu und einen Call-to-Action-Button, wo eben dann die Nutzer auf LinkedIn oder Xing Ihren Beitrag sehen und dann direkt auf Ihre Website weiterklicken. Weil wenn Sie einmal auf Ihrer Website sind und Sie es dazu schaffen mit dem Call-to-Action-Button, dann ist es gar kein Problem mehr und dann landet der Kunde oder der Interessent in dem Fall auf jeden Fall auf der Seite und dann erhöht man auf jeden Fall die Chancen, dass er sich für das Produkt oder die Lösung interessiert. Genau, und der Vertrieb kann loslegen. Jetzt haben wir einen Beitrag mit gleich zwei Fragen. Wie viel Content ist denn wirklich sinnvoll? Nee, es sind drei sogar. Wie viel Content ist wirklich sinnvoll? Da haben wir gerade schon eigentlich so mit die Antwort gehabt. Ne? Es kommt ein bisschen drauf an, ich muss es splitten, wieder zusammenführen und so weiter. Und dann ganz interessant, und wie ist die Diversität des Contents zu sehen? Also zum Content möchte ich eine Sache noch sagen. Grundsätzlich gilt immer, und ich glaube, Martina, da müsst du mir auch zustimmen oder wirst du mir auch zustimmen, immer lieber mehr als weniger. Also immer lieber mehr in der Box noch haben und lieber immer noch mal mehr sammeln, intern auch. Also ich rede jetzt nicht vom Posten an sich, sondern lieber intern noch mal das ein oder andere parat haben, damit ich tatsächlich dann auch, wenn ich einen Tag habe, wo mir nichts einfällt, ich in der Box greifen kann und sagen kann, ja, prima, jetzt haben wir wieder irgendwie ein cooles Bild oder wir haben gerade einen neuen Mitarbeiter, den stellen wir hier vor. Sowas ist ja auch im Storytelling mit eingebunden. Das auf jeden Fall. Und die zweite Frage, Sie müssen natürlich auch immer schauen, dass Sie einen roten Faden aufbauen. Das heißt, möglichst ist es so, dass Sie soziale Medien nutzen, um einen roten Faden durchzuführen. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel, ich habe einen Kunden, unter anderem auch bei LinkedIn, die haben es geschafft, immer eine Rubrik Mitarbeitervorstellung zu machen und ein Update über aktuelle Produkte zu schaffen. Und sowas ist super, weil dann freuen sich auch viele Leser wieder drauf. Die sagen, ach guck mal, da wurde der Mitarbeiter vorgestellt, der macht das und das. Und ach, das ist interessant. Und nächste Woche Dienstag um 16 Uhr wird der nächste Beitrag hochgeladen und da kommt der nächste Mitarbeiter. Also insofern Planung, was den Content angeht, ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Mediaplanung natürlich auch an dieser Stelle, nämlich in den verschiedenen Channels. Wir haben dann noch eine weitergehende Frage. Sollte man sich an politischen Diskussionen wie MeToo, Black Lives Matter oder sonst etwas beteiligen? Also da ganz klares Statement und auch ich als Social Media Experte, nein, halten Sie sich da raus. Ganz klares Statement. Das ist nur Ärger, machen Sie nur Ärger, auch auf den sozialen Medien. Überlegen Sie nur allein politisch, wir haben so viele Richtungen, rechts, links, Mitte. Es ist wirklich, wenn Sie da irgendwas posten oder irgendwo, Sie kriegen nur Schwierigkeiten. Und wenn Sie irgendwo liken, okay, also wenn Sie mal einen Beitrag liken, auf LinkedIn zum Beispiel von einem, der Black Lives Matter super findet, das ist kein Drama. Aber kommentieren zum Beispiel, wenn Sie in Diskussionen einsteigen, lassen Sie das aus. Das macht gar keinen Sinn. Das sehe ich genauso. Kann man sich, glaube ich, keinen Gefallen tun. Dann haben wir noch eine Frage. Wie ist unsere Einschätzung von Snapchat oder TikTok zum Beispiel als zukünftige, also ein bisschen weiter gedacht, zukünftige Vertriebskanäle? Kann man die nutzen? Also da bleibt tatsächlich abzuwarten, wie diese Kanäle sich entwickeln. Snapchat gibt es ja jetzt auch schon länger. TikTok hieß ja früher Musical.ly, wobei das ja oft, ich sag mal TikTok und ich glaube auch, also früher Musical.ly, das macht wenig Sinn bisher. Man weiß nicht, wie sie sich entwickeln, die Plattformen. Auch Instagram haben wir vor
6, 7 Jahren davon gesprochen, das ist nur Kinderkram, da sind nur die Jugendlichen drauf und Geschäft generieren über Instagram, da wurde man dann doof angeguckt und die Leute haben sich gedacht, von was redet der denn? Und heute klappt es. Also insofern den Markt durchaus auch beobachten, das machen wir selber auch, und dann zu gucken, ob es Sinn macht. Ich habe jetzt letztens auch gesehen, auf Snapchat gibt es zum Beispiel auch die ganzen Fußballvereine, Bundesligisten, haben mittlerweile auch eigene Accounts auf Snapchat. Also insofern, der Weg geht da auch weiter ins unternehmerische Denken, weil die auch Produkte darüber verkaufen möchten. Also von daher, beobachten Sie den Markt, schauen Sie sich die Kanäle an und wenn Sie sehen, es macht Sinn, dann greifen Sie zu und machen Sie sich auch einen Snapchat-Account von mir aus. Genau, ich denke da genauso wie der Max. Und aber natürlich, man muss echt offen bleiben und es kommt natürlich ganz stark auf die Zielgruppe an, ganz klar. Ne? Da muss ich natürlich da auch wieder reingehen. Aber es tut sich viel. Vor Instagram, also ich habe es letztes Jahr, ich bin ja ein bisschen älter als der Max, leicht, habe es letztes Jahr noch nicht für möglich gehalten, dass wir uns mit Instagram beschäftigen. Wie man gesagt, das ist Kinderkram. Also insofern, ist da, denke ich, noch viel Musik drin. Es wird immer wieder was Neues kommen und wir müssen offen sein. Aber ich finde, es macht auch Spaß. Und ich finde, es ist jetzt im Moment, passt eigentlich gut zu meinem Schlusswort, weil ich gesagt habe, es ist eigentlich so eine Goldgräberzeitstimmung, dass man einfach jetzt auch noch mal mit begünstigt durch Corona, wir haben es alle erlebt natürlich, man kann es zwar jetzt alle schon nicht mehr hören mit Working at Home und Digitalisierung ein bisschen Vorschub geleistet und so ist es auch da. Wir haben vielleicht die ein oder andere Zeit auch mehr mal reinzugucken. Das ist aber sehr spannend und ich denke, wir sollten das mit aufnehmen und wenn man das als was Spannendes sieht, dann begeistert es einen und ich sage Ihnen, es funktioniert. Und davon sind wir, ne, Max, überzeugt, oder? Absolut. Kann ich nur sagen, es funktioniert. Der Aufwand ist es auf jeden Fall wert. Also von daher kann ich es nur jedem empfehlen, um nochmal auf das Grundthema unseres heutigen Tages zurückzukommen, diese digitalen Medien zu nutzen, die sozialen Medien zu nutzen und tatsächlich auch den digitalen Vertrieb bei sich im Unternehmen voranzubringen. Ja, Thomas, sage ich schon, das ist der Nächste. Ja, Max, Entschuldigung. Ich danke dir total für die Zeit und für deine wertvollen Tipps und freue mich natürlich schon auf unsere nächsten Projekte, die wir auch zusammen vorhaben. Und jedenfalls möchte jetzt aber, ja, ich bin, wie Sie alle sehen, urlaubsreif. Ich gehe jetzt nämlich ab übermorgen zuerst mal segeln und komme dann hoffentlich mit wieder ganz viel Energie zurück. Und in der Zwischenzeit wird mein lieber Kollege Thomas Sturm, das war der Versprecher, an dieser Stelle Sie begrüßen und zwar am 6.8. Und zwar ist unser Gast der Julius Thomas. Da war nämlich ein bisschen viel Thomas. Und Julius Thomas ist nämlich ein Digital Native, wirklich auch wie aus dem Bilderbuche. Und er beschäftigt sich mit dem Segment Videostreaming. Und er hat heute auch oder immer, auch bei vielen anderen virtuellen Messen und so weiter, macht er im Hintergrund, dass wir die Reichweiten haben, dass es egal ist, ob 3 Leute sprechen, wir heute mit circa 150 Leuten sprechen oder aber auch 10.000, dass es wirklich hochperformant, zuverlässig alles läuft. Seien Sie gespannt. Mein Kollege Thomas begrüßt Sie. Ich bin dann wieder am 20.8. da mit Gabriele Geiger und Sonja Kiesling. Ich freue mich drauf und ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit. Erholen Sie sich auch gut, wenn Sie Zeit haben. Ansonsten alles Gute auf jeden Fall. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.